ich bin Xion, 15 Jahre alt und ich mache gerade mit der Organisation Kulturwerke Deutschland einen Schüleraustausch in Kanada. Ich gehe für 5 Monate nach Nova Scotia und ich nehme euch hier in dem Video bei der Anreise mit. Es hat ziemlich lang gedauert, ist ein bisschen was schief gelaufen, aber es war ganz lustig. Also ja, viel Spaß beim Video. Ich bin jetzt durch mit der Sicherheitskontrolle. Die Frau war da mega nett und ja, jetzt gehe ich zu meinem Gate. Ich bin jetzt in Frankfurt angekommen und muss jetzt die anderen suchen für den Anschlussflug nach Montreal. Von dem ganzen Rumlaufen ist mir ziemlich warm geworden. Habe meine Jacke ausgezogen. Und ja, ich denke, ich weiß, wo ich hin muss. Das, was ich eben gesagt habe, never mind. Ich dachte, ich wäre richtig, aber ich war auf der falschen Ebene. Ich habe den Fahrstuhl wieder. Ich habe einen Fahrstuhl genommen und dann war es gut. Ich bin gerade durch die automatisierte Grenzkontrolle gegangen. Ich war ein bisschen überfordert, aber findet man schon raus, wie es geht. Und ja, da war gerade so eine Document Validation Stelle und ich werde eigentlich fast dran vorbeigelaufen. Da habe ich mich doch dran angestellt. War auch eine gute Entscheidung. Jetzt habe ich nochmal Boarding Pass bekommen und müsste jetzt auch gleich bei meinem Gate sein. Wir sitzen jetzt im Flugzeug. Das ist Alina Russo. Ja, wir sind froh, dass wir es geschafft haben. Wir fliegen nur noch 2 Stunden und dann landen wir auch schon in Montreal. Wir landen in einer Viertelstunde und wenn man rausguckt, das kann man leider nicht auf der Kamera so gut sehen, aber ist einfach alles so weiß und von Schnee bedeckt. Das sieht so schön aus. Hallo, wir sind jetzt in Montreal gelandet. Es ist überall Schnee draußen, sieht richtig geil aus. Und ja. Also wir sind angekommen und wir wurden wir müssen einen Test machen, haben wir erfahren, aber wir wussten gar nicht wo lang. Und ich habe gerade schon einen gemacht. Ja, und alles ein bisschen verwirrend. Wir wussten erstmal gar nicht, was wir machen sollen. Es ist gerade ziemlich stressig, weil wir gehen jetzt mal weiter. Ne? Wir haben ehrlich gesagt keine Ahnung, ob wir unsere Koffer holen müssen, wo lange wir müssen, wo wir unsere Tests machen müssen.
Hä? Wir haben das Gefühl, ist so unorganisiert. Kann er hier fahren? Ich weiß es nicht. Wir sind verwirrt. Wir haben andere Leute gefragt. Ja. Also wir sind gerade in die falsche Richtung gelaufen. Und dann wären wir fast durch den USA-Durchgang gegangen. Und dann haben wir Leute gefragt. Jetzt gehen wir richtig, denke ich. Hoffentlich. Hoffen wir. Nach 3 Stunden rumirren sind wir jetzt hier. Müssen wir trotzdem noch 5 Stunden auf den Anschlussflug warten. Aber es sieht richtig schön aus draußen. Wir sind jetzt am Gate und warten noch, dass die anderen uns finden. Wie unsere Nummer hat sich irgendwie aufgeteilt. Also es würde echt zu lange dauern, uns zu erklären, was alles passiert ist, weil wir es selber nicht mehr ganz wissen. Es war einfach so viel. Wir sitzen jetzt hier. Also alles gut. Wir können jetzt gechillt 5 Stunden warten. Alles gut. Wir haben es gefunden. Also mein Tipp wäre einfach, fragt ganz viel nach. Wenn ihr andere Auszubildende findet, geht mit denen zusammen. Also dann seid ihr nicht alleine. Ihr könnt wirklich immer nachfragen. Und nach 10.000 Nachfragen findet ihr es auch. Also alles gut. Hallöchen, wir sitzen jetzt immer noch am Flughafen, aber es ist gar nicht so schlimm, wie wir dachten, so lange zu warten. Also wir spielen Monopoly. Ich habe geschlafen und dann habe ich erfahren, so unser Flug wurde gecancelt, also als ich aufgewacht bin. Ja, keine Ahnung, wie es weitergeht, aber wegen der Schneesturmwarnung oder so. Okay, will irgendwer die Situation erläutern? Ja. Let's go. Also, unser Flug wurde gecancelt wegen einem Schneesturm und jetzt dürfen wir hier bleiben und morgen erst weiterfliegen. Wir stehen jetzt alle am Schalter, also auch mit italienischen Austauschschülern. Keine Ahnung, was passiert. Wir dackeln gerade so einer Frau hinterher, so eine ganze Austauschschülergruppe. Okay. Anscheinend kriegen wir ein Hotel. Wir sind alle ziemlich erschöpft. Nein, überhaupt nicht. Pommes geholt. Nein, gar nicht. Weil wir haben so Flughafen-Gutscheine gekriegt fürs Essen und so. Weil wir sind halt noch minderjährig und ja, also es wurde sich gut um uns gekümmert, aber es ist halt schon trotzdem ein bisschen nervig. Aber gut, wir machen hier das Beste raus. Ja, wir sind immer noch hier. Sitzen jetzt auf dem Boden. Die Italiener und drei Spanier, glaube ich, sind schon in den Bus gestiegen und für uns wird noch ein neuer gerufen. Geduld. Es ist jetzt irgendwie minus 15 Grad oder so und sie ist ohne Jacke hier. Aber immerhin, der Bus ist jetzt da und wir steigen ein. Morgen, es ist 6 Uhr nach unserer Zeit. Wir werden um 7 Uhr abgeholt und ja, dann geht unser Flug heute um 9:48 oder so. Aber ja, es tat auf jeden Fall richtig gut, nochmal ordentlich zu schlafen. Nachdem wir gestern, irgendwie weiß ich nicht, nachdem ich gestern 24 Stunden wach war oder so. Und ja, kann ja nur besser werden. Also wir sind jetzt am Flughafen, haben überteuertes Frühstück. Ja, mit unseren Vouchern, also mit unseren Gutscheinen, haben wir es umgeholt und ja, warten am Gate. Ich bin gerade durch das Boarding. Wir gehen jetzt ins Flugzeug. Wir sind jetzt endlich im Flugzeug nach Halifax und kommen um 12.07 Uhr Ortszeit an. Es ist gerade 9.08 Uhr starten wir. Hier ist mein Koffer. Er ist nicht verloren gegangen. Sie hat ihren Koffer auch schon. Frau hat den auch schon. Und ja, jetzt warten wir einmal, bis wir dann gehen.
Also es war so, wir waren am Halifax Airport und dann haben wir unsere Koffer geholt. Und dann war da auch schon Leute vom Nova Scotia International Student Program. Die haben uns da abgeholt, ist alles koordiniert. Wir sind ins Hotel gegenüber gegangen und da war so ein Schneeweg und wir standen da mit unseren Koffern, mussten da durch. Also es war schon schwierig, es war auch lustig. Haben uns gegenseitig geholfen. Und ja, dann wurden wir auf verschiedene Quarantänehotels aufgeteilt. Wir müssen in Quarantäne, bis unsere PCR-Ergebnisse vom Flughafen wieder da sind. Also sollte nicht allzu lange dauern. Und ja, dann sind wir irgendwie eine halbe Stunde oder so gefahren. Wir sind angekommen jetzt und ich habe meinen Gastvater kennengelernt. Er ist nämlich so Chaperone, also der sieht nach uns immer und so. Wir haben hier unseren Mealplan bekommen. Und ich bin auch einfach jetzt froh und glücklich, dass wir endlich hier sind, weil die Anreise so viel länger gedauert hat als geplant. Aber ja, hier liegt viel Schnee und ich kann erstmal die nächste Zeit ein bisschen entspannen, bis es dann weitergeht zur Gastfamilie. Und die Leute hier sind so unglaublich nett von dem Programm. Also die haben uns alle begrüßt und hergebracht und ja, haben alle sehr gute Laune, also schon mal gut. Als Fazit lässt sich eigentlich sagen, die Anreise war sehr viel länger als geplant. Aber ja, wir haben am Ende viel zu erzählen, viel zu lachen. Ich habe neue Leute kennengelernt, kenne mich ein bisschen mehr mit Flughäfen aus. Und den Schneesturm, das hätten wir vorher alle nicht wissen können. Also es kann immer mal passieren. Aber mein Tipp wäre da einfach, sucht euch andere Leute, mit denen ihr jetzt vielleicht zusammenfliegt oder am Flughafen kennenlernt oder so. Fragt wirklich viel rum. Ihr könnt immer das Flughafenpersonal fragen und das wird schon dann auch, also ja. Wenn ihr auch ein Auslandsjahr machen wollt, kontaktiert gerne Kulturwerke Deutschland und schaut euch auch gerne weitere Videos auf dem Kanal an, abonniert den Kanal und ja.